Hallo Röhm, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Wir spielen einen Greed-Mode-Run mit Azazel. Denn ich würde gerne Lilith freischalten. Und wir bekommen Schlüssel. Sehr geil. Und ein blaues Herzchen? Oh cool, was ist das? Blind Tears? Was macht das? Mein Sound ist laut. So, eine Rune. Jera! Oh, ich will Jera mitnehmen. Ich nehm's mit. Scheiß auf The Fool. The Fool brauchen wir nicht. Und ich will auch gleich gerne eine Bombe haben, aber wir haben ja keine Bombe. Denn da war ein blauer Stein, den ich gerne machen will. Wer von euch kennt den Greed Mode Run nicht? Ich weiß es nicht. Ja, wir haben ja halt einen normalen Raum, in den wir reingehen können. Einen Itemraum halt. Und einen Itemraum mit Schlüsseln. Also den wir mit Schlüsseln öffnen müssen. Und da finden wir halt Items drin und dann müssen wir mit diesen Items... Wieso sammle ich das Geld auf? Ja, diese Wellen hier besiegen. Immer 10 Wellen, also 8 Wellen normale Gegner, 2 Wellen Bosse und dann die Bonuswelle, die uns dann den Deal öffnet. Wir kriegen auf jeder Ebene, wenn wir diese Welle machen, hundertprozentig einen Deal halt. Egal, ob wir getroffen wurden, also rotes Herzchen getroffen wurden oder nicht. Und... Oh Gott. Oh Gott! Okay. 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 Nice. Und nice. Okay. Und ja, nach jeder Welle spawnt hier Geld. Und dann können wir hier uns etwas kaufen. Und ich kaufe mir dieses schöne Item hier. Denn das ist nett. Und... Ja. Ein Zacki-Zacki-Raum gibt es auch immer. Und... Jetzt müssen wir halt den Boss erstmal machen. Okay, Blind Tears verwirrt die Gegner, oder so. Und wie es aussieht, chargt dieser Kakao nicht. Die Superform. Hier ist Pin, oder? Ja, Pin. Hallo, Pin. Okay, haben wir. Nice. Und jetzt noch den Devil Deal machen. Ach, nur Last? Echt? Oh nein, Last und Pin. Oh Gott. Okay, Last haben wir. Wird nur noch Pin. Okay. Aber wir haben jetzt kein... Ah, oh, scheiße, wir haben nicht genug... Okay. Wir haben hier einmal Haarglas und einmal Haarglas. Brauchen wir nicht. Schade, dass der Devil hier nicht offen bleibt, sonst hätten wir hier einmal Haarglas einsetzen können. Ich will eine Bombe. Reborn, wir machen ja geil. Die Bombe nehme ich mit. Und das blaue Herzchen nehme ich mit. Und dann springen wir hier nochmal für ein blaues Herzchen. Schön. Okay, und... Los geht's. Super. Ich sollte vielleicht auch mal ins Spiel klicken. Ich habe nämlich die ganze Zeit nicht ins Spiel geklickt und wundere mich, warum es ein bisschen laggt. Wow. So, was haben wir hier? Kakao. Das ist schön. Kakao ist ein super schönes Item und ein kleines Damage-Up. Die zweite Spritze auch. Schön, Speed und Damage-Up. Wir haben jetzt komplett das höchste Speed erreicht. Okay. Okay, wir sind ein bisschen sehr schnell. Oh Gott, Bombe. Explodier doch! Oh, Alter! Blaues Herzchen und Geld, danke. Mama Mega, brauchen wir jetzt nicht. Aber das Item will ich haben. Und das hier. Ich glaube, auf dieser Ebene duplizieren wir unser Geld. Ich bin super schnell, ey, das ist unglaublich. Das heißt, wir sammeln jetzt kein Geld auf. Nein! Oh. Fuck, oh Gott. Explosionsfliegen! Wuhu! Ich hab's geschafft, ohne getroffen zu werden. Bin begeistert. Okay. Nicht treffen, nicht getroffen werden. Okay, schön. Den besiegen. Okay. Und zack. Jetzt Mini-Monstros und ich wurde getroffen. Shit. Nein, ich hab Münzen aufgehoben. Nein! Egal. Oh, diese Pilze haben so viel Leben, ne? Und schon wieder getroffen, scheiße. Okay, haben wir. So, komm her. Kommt her, ihr Spinnies. Ich will euch alle besiegen. Okay, super. Dann noch die Bosse machen, schnell. Haben wir Rackman, echt jetzt? Nee. Hä? Wir haben nur diese Viecher? Das waren unsere Bosse, echt jetzt? Echt jetzt? Das hier waren gerade unsere Bosse. Okay, setzen wir Jera ein. Damit wir schön viel Geld bekommen.
Sehr geil. Gut. Das Geld, danke. Und das. Sehr gut, dann können wir uns das hier nämlich kaufen. Und das hier kaufen. Und ich glaube, sonst nehme ich noch einen Schlüssel mit. Mehr brauchen wir hiervon nicht. Wir könnten noch rerollen, aber nee. Okay. Okay. Super. Boah, das ist ein einfacher Boss, wollte ich gerade sagen. Und dann werde ich fast getroffen. Heilige Scheiße. Okay. 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 Und okay. Ein Angel Deal. Mit super tollen Items. Wow. Ich bin begeistert. Ja, da war es auf dieser Ebene. Waren wir im Zacki-Zacki-Raum? Ja, da hatten wir... Oder? Waren wir da drin? Waren wir... Ich weiß es nicht mehr. Scheiße. Doch, waren wir. Da war eine Trollbombe drin. Ja, komm. Nehm mit. Und ein AP-Upgrade. Ist gut für einen Devil-Deal. Nehmen wir einfach mal mit. Kann man ja immer gebrauchen eigentlich. Ein Bettchen. Schade. Jetzt bräuchte ich... Mann. Gut. Was haben wir hier? Ich nehme die Bombe mal mit. Für den blauen Steinchen hier. Mit dem Schlüssel öffnen wir die Truhe und kriegen einen Schlüssel extra. Wow, okay. Hiervon brauche ich eigentlich gar nichts. Obwohl, vielleicht hole ich mir, wenn wir keinen Devil Deal bekommen, hole ich mir, glaube ich. Oh Gott. Trollbomben. Hole ich mir, glaube ich, den Kartoffelschäler da. Damit wir unser rotes Herzchen in ein Cube of Meat verwandeln können. Und ein bisschen was für einen Nahkampf haben. Ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Und wir haben eine gute Range. Wir haben eine schöne Range, auf jeden Fall. Durch die ganzen Range-Up-Items, die wir bisher bekommen haben. Ist sehr wichtig mit Azazel. Okay, schön. Zack, zack, zack. Alles mitnehmen. Super. Little Horn haben wir auch, schön. Und wer kommt jetzt? Double Loki oder nur die eine Hälfte von Loki? Nein, zwei Hälften von Loki. Okay. Den haben wir. Den haben wir auch gleich. Ja, nice. Okay, und den Devil Deal. Hey. Oh, zwei von denen. Also zwei Gegner. Machen wir jetzt erstmal ihn hier. Ich glaube, das ist einfacher. Okay, da haben wir. Schön. Oh, was ist denn mit dir? Okay, nice. Den dürften wir auch haben. Sehr gut. Und noch ein Angel Deal mit... Mann, was ist das denn? Echt jetzt? Was haben wir denn für beschissene Angel Deals, Alter? Das nehmen wir mit. Haben noch ein goldenes... Haben wir Geld bekommen? Wieso haben wir Geld bekommen? Ich weiß nicht warum. Ich glaube, an ihm hier spielen wir auch mal kurz ein bisschen. Obwohl, nein. Reroll noch mal kurz. Nein. Was haben wir jetzt? Auch nichts unbedingt Tolles. Kohle! Oder Karteneffekte zweimal. Wir setzen Karteneffekte zweimal ein. Und gehen ins Bettchen, denn das gibt uns drei blaue Herzchen, wenn wir keine roten Herzen haben. Wenn wir rote Herzchen hätten, dann würde es uns, ja, alle Herzen auffüllen. Also Full Health halt. Und gut, haben wir hier nochmal ein rotes Herzchen für den Devil Deal. Ich weiß jetzt aber, Homing Bombs nehmen wir mit. Und noch ein HP-Upgrade. Nehmen wir auch noch mit. Falls wir einen Devil Deal bekommen, ist gar nicht mal so bad, Herzen zu haben. Zwei Schlüssel, sehr gut. Was haben wir hier? Wir haben noch 5 Bomben. Okay. Weg. Und rerollen einmal ein bisschen. Bis wir ein ganz gutes Item hier finden. Eigentlich nichts Gutes soweit. Brauchen Damage-Ups. Eine neue Spritze. Die Spritze will ich haben. Die holen wir uns dann. Oh Leute. Hallo. Zack, zack. Sehr gut. Was haben wir da unten? Oh lol, wo kommt ihr denn her? Uiuiui. Ihr wart schnell. Okay, den haben wir auch. Und die haben wir auch alle. Nee, doch nicht. Einer fehlt noch. Okay. Zack. Wo ist er? Da oben ist er. Nein, getroffen. Scheiße.
Egal, wir haben ganz gut, wir haben gute Herzen. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Okay, ich werde zu viel getroffen. Ich will diese roten Kackviecher hier besiegen endlich. Meine Güte. Die besiegen, schön. Schieß drehen, genau. Besiegt. Besiegt. Und down, schön. Okay, noch mehr von diesen Kackdingern, ey. Okay. Okay. Da ist er. Schön. Hey. Du kamst gerade unerwartet. Wo kommst du denn her? Ich hab den gar nicht bemerkt, dass der gespawnt ist überhaupt. Okay, den haben wir. Schön. Was haben wir jetzt? Ihn hier. Okay. Okay. Und nice, haben wir. Roten Kackhaufen besiegen, danke. So, wir holen uns mal die Spritze. Panic Power. Gibt uns ein Damage ab, glaube ich. Wie es aussieht. Okay, I can see forever. Ich weiß gar nicht, ob der Bleistift irgendwas bringt mit unseren Items. Haben wir hier den Geheimraum? Nein. Haben wir den hier unten? Ja, haben wir, okay. Bomben. Ist nett. Aber nicht vergessen, wir müssen den Devil Deal noch machen. Alles klar. Aua. Den haben wir, okay. Komm, bist du mit dem Nahkampf? Danke. Oh Gott. Eieieiei. Okay, haben wir. Super. Angel Deal. Alles klar. So. Wir haben keine Schlüssel mehr. Scheiße. Nein, scheiße. Wieso haben wir keine Schlüssel mehr? Wir machen das. Das ist doof. Wir brauchen Schlüssel. Scheiße. Aber der Angel bleibt jetzt nicht mehr offen. Egal, wir machen nochmal das. Zack. Müssen wir noch merken, dass wir nicht so viel Geld ausgeben dürfen. Wir brauchen ja noch Geld, um den Automaten später zu füllen. Stimmt. Ja, komm, nehmen wir mit. Wirecode Hanger, Tears Up. Nehmen wir auch mit. Gucken hier nochmal schnell rein. 48 Hours Energy. Wow. Blinkies nehme ich mit. Und dann reroll ich hier nochmal. Und wir haben hier nichts unbedingt Cooles, glaube ich. Ich kenne das Item noch nicht. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Können wir von hier aus rerollen und versuchen, den Geheimraum zu öffnen? Ja, können wir. Range Up. Das ist ein schönes Range Up Item. Das nehme ich mit. Und unser Damage und so ist eigentlich ganz okay. Also wir können damit gut arbeiten, würde ich mal meinen. Oh Gott. Eieiei, geh weg. Okay. Haben wir. Nice, sehr gut. Wir haben eine gute Fire Rate. Mehr müssen wir nicht an Fire Rates tun. Nur noch ein bisschen Range, würde ich sagen. Bisschen Damage halt, ne? Damage wäre immer gut. Damage ist immer gut. Okay. Wegen diesen Fliegen zum Beispiel brauchen wir gute Range. Nein. Oh, warte mal. Ich will ihn da oben explodieren lassen. Schön. Noch mehr hier von diesen Viechern, Alter. Dein Ernst? Was soll ich mit euch? Erklär es mir. Ich brauche euch nicht. Aua, scheiße. Damage. Aber ist okay. Wir können das Damage nehmen. Alles gut. So, zack, zack. Und Range Up. Ist eine solide Range, würde ich mal meinen. Sonst brauchen wir hiervon eigentlich nichts mehr. Ich guck nochmal. Rerollen wir nochmal. Nein, die war doch eben auch schon da. Okay, davon brauchen wir eigentlich auch nichts. PhD wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber ist eigentlich egal. Okay, den haben wir. Aua, scheiße. Okay, aua. Zu viel Damage. Krampus. Hey. Dass ich dich nochmal sehe. Wollte gerade seinen Brimstone machen. Nochmal die beiden. Komm schon, nochmal. Ich hab dich eben schon besiegt. Du warst eben schon easy. Easy going. Schön. Und Devil Deal. Schön, Guppy Item. Nehmen wir mit. Die Angel Deals haben uns enttäuscht. Nochmal 5 neue Bomben.
Ich renn in den Kackhaufen rein. Wow. GG. Und dann springen wir hier nochmal kurz. Nein. Okay. Hier hin. Und nächste Ebene. Okay. Ja, jetzt haben wir keine Gold und keinen Itemraum mehr. Gucken nochmal hier, ob der Geheimraum hier ist. Kann auch hier sein, genau. Da ist er sogar, schön. Rote Kisten mit nichts Gutem. Wow, und ich wurde getroffen. Und habe hier auch nochmal Damage kassieren müssen. Wow, ich bin begeistert. Bisschen Geld, okay. Evil up. Brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Ich spreng mal hier. Ich habe den nicht getroffen, echt jetzt? Wow. Brauchen wir auch nichts mehr. Das ist ein Damage-Up, das will ich noch mitnehmen. Schön, und ich glaube, jetzt brauchen wir nichts mehr an Items. Ich spiele nochmal an ihm hier. Aber nicht zu viel. Und noch eine Spritze, Poison Touch, schön. Wir haben gute Items, wir haben gute Items, aua. Aua. Wow. Ich bin begeistert von dem, was ich hier gerade gemacht habe. Das nennt sich zum Beispiel zu viel Damage kassieren. Aber gut, okay. Wow. Zack. Ey. Zack. Weg. Wow. Okay. Den haben wir. Und jetzt noch den hier. Boah. Schön. Eine gute Sache. Okay. Okay. Oh Gott. Dass ich da nicht getroffen wurde, ey. Zack. Hier oben sind auch noch welche. Okay. Oh, wie viele von diesen Viechern hier eigentlich auch auftauchen, ne? Das ist ein bisschen nervig. Okay, aber gut, dass wir eine recht gute Range haben. Sonst wären wir hier echt am Arsch. Sonst wären wir hier echt richtig am Arsch. Zack. Okay. Versuche ich mal hier alle zu treffen. Obwohl, den rechten treffe ich nicht. Doch, habe ich. Lol. Nett. So, zack. Wen haben wir hier? 3 Pins, die alle instant waren. Wow. Okay. Nochmal Pin? Ach, den hier. Wo ist er? Da ist er. Oh Gott, er schießt... Lol, was? Wo hat er denn den Brimstone hingeschossen? Ah, wahrscheinlich, weil er verwirrt und so war, ne? Ja, wahrscheinlich. Da ist er hier. Oh, wow. Wo ist der andere? Da oben? Da oben. Oh, okay. Und ich haben wir auch. Schön. Was haben wir? Devil Deal. Okay. Was bekommen wir? 9 Leben. Nehme ich mit. Nehme ich mit. 9 Leben ist ein schönes Item. Aber ich glaube, jetzt rerollen wir nochmal in der Hoffnung, dass wir da gleich ein paar blaue Herzchen haben. Komm schon, irgendwo. Oh, Jack 10 und oh. Oh. Oh, aber es bringt nichts. Es bringt uns nichts. Ich brauch blaue Herzchen. Komm schon. Da, okay. Kaufen wir mal. So viel. Reicht. Reicht. Mehr können wir uns nicht holen. Mehr wäre Geldverschwendung. Denn wir brauchen noch Geld. Wir brauchen noch Geld. Und jetzt sind wir bei Ultra Greed. Also nicht bei ihm hier. Das sind nur Greed und Super Greed oder so? Das ist Super Greed, glaube ich, ne? Eieiei. Okay, schön. Wir kommen noch kurz ein bisschen Geld gedroppt. Und jetzt sind wir bei Ultra Greed, Leute. Das hier ist Ultra Greed. Das ist der Boss. Dieser Ebene. Okay. Und ich glaube, dieses Verwirrungs-Item, also diese Blind-Tränen, Blind-Tears... waren eine sehr gute Entscheidung. Waren eine sehr, sehr gute Entscheidung. Denn die helfen uns gerade echt gut. Oh nein, die Schlüssel muss ich kaputt machen. Es kommen zu viele Gegner. Nein! Ja, genau, jetzt öffnet er hiermit halt die Türen. Müssen das Geld wieder einsammeln. Mit dem Geld, wenn wir Geld droppen, dann heilt er sich mit Geld, wenn er es aufsammelt. Das wollen wir ja nicht. Wuhu! Da hat uns gerade der Cube of Meat geschützt. Okay. Ja, die Bomben können da bleiben.
Wir könnten ihm halt ein bisschen Damage machen in der Zeit, in der er sich versteckt. Das dürften wir eigentlich hinkriegen. Okay. Da oben ist eine Spinne, die will ich haben. Wenn er so viele Gegner spawnt, ist halt ein bisschen problematisch. Nein, das Geld. Nein, er hat sich geheilt. Und mein Geld geklaut, was ich spenden will. Okay. Komm schon. Ja, er ist wieder... Nein, aua. Oh, lol, ey. Okay. Put machen. Darf nicht getroffen werden. Nicht mehr so wirklich getroffen werden. Wir haben nämlich kaum noch Leben. Scheiße. Okay. Komm. Wir schaffen das, Leute. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir haben ihn gleich. Nein, er hat sich wieder geheilt. Oh, fuck. Oh Gott. Kommt. Ja, wir haben ihn gleich. Nein, was? Kacke. Scheiße, okay. Ich weiß nicht, ob wir den packen. Wir haben 9 Leben. Ja, gut, aber... Das ist jetzt nicht so gut, denn wir haben nur... Wir dürfen nur einmal getroffen werden. Am besten gar nicht getroffen werden. Aber... Das ist schwerer als erwartet, ne? Also schwerer als ihr glaubt. Da wurde ich schon wieder fast getroffen. Okay. Wow, wie, was? Okay, nicht mehr getroffen werden. Wow. Haha. Leute, das wird nichts. Das schaffe ich niemals. Das schaffe ich nicht. Alter Vater. Er ist halt übel schwer. Vor allem, wenn wir halt nicht auf Range kämpfen können, sondern halt relativ nah an ihm dran stehen müssen. Wir haben halt an sich... Wow. Wir haben an sich eine ganz solide Range. What? Was war das denn für eine Hitbox? Leute, nee. Wenn er sich jetzt hält, ist es halt nicht so schlimm. Weil er hat eh noch kaum Leben verloren. Und was ist das? Ich habe einen 2er Speed und ich bin einfach übel langsam, hä? Oh Leute, das wird nichts. Ich bin nicht zuversichtlich, dass wir das schaffen werden. Oh lol. Lol, wie schnell kamen die Tränen denn gerade angeflogen, Alter? Okay. Okay. Hast du dich da nicht getroffen? Was? Hä? Wieso ist der auf einmal so schnell? Ich kann da nicht ausweichen, Leute. Ich fliege nach hinten, aber ich bin zu langsam. Und ich bin schon echt schnell. Sah gerade so aus, als hätte er sich geportet eben. Oh Gott, wir haben nur noch 4 Leben. Ja, möglicherweise sogar mehr. Durch Guppies Collar. Aber das ist nicht hundertprozentig sicher. Oh Gott. Den besiegen erstmal, danke. Okay, wir müssen schön aufpassen. Schön auf Max Range kämpfen. Schön auf Max Range kämpfen. Das war ja gute Max Range, da wurde ich gerade gerettet vom Cube of Meat. Schlüssel, dein Ernst? Zu viele Schlüssel für mich. Nein! Oh Mann! Haben wir nicht hier noch irgendwas? Irgendwie... Wir können auch nichts spenden, Leute. Das ist halt übel unnötig gerade. Obwohl, nur halt für Lilith. Aber alter Vater. Wir haben aber auch gerade kein Glück. Denn beim ersten Try hatten wir übel Glück. Übel Glück, was alles angeht. Was die Spawns angeht. Wir konnten übel viel Damage machen zwischendurch. Weil er einfach nichts gemacht hat, außer diese Gegner beschworen. Aber jetzt beschwört er halt kaum Gegner. Ja, das ist gut. Das muss er halt die ganze Zeit machen, weil dann kann ich ihm gut Damage drücken. Oh Gott.
Da ist er schon wieder übel gesprintet. Und ich kann da, ich, trotz meines Speeds kann ich da nichts machen gegen. Aua. Okay. Das war knapp. Okay. Okay, da haben wir alles, alle Schlüssel zerstört. Das ist schon wieder so übel schnell. Wir sind ja auch schnell, also so ist es nicht. Wir haben ja gutes Speed. Das ist ja nicht das Problem. Okay. Oh! Leute! Wir haben keine Chance. Keine Chance. So. Okay. Herzen, dein Ernst? Hol dir doch nicht jetzt schon Leben zurück. Ja komm, das musst du die ganze Zeit machen. Gegner beschwören. Das musst du die ganze Zeit machen. Ich meine, wenn ich bei dir stehe. Nicht, wenn ich nicht bei dir stehe. Ja, jetzt weiter, 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 immer weiter, immer weiter. Nein! Okay. Oh Gott. Okay. Schlüssel. Oh nee. Enemies. Ich bin gerade übel konzentriert, beziehungsweise versuche mich übel zu konzentrieren. Nein. Oh. Okay. Ja, mach weiter. Mach das weiter. Ja, schön. Schön. So ist weiter. So ist gut. So ist gut. Nein, so ist es nicht gut. Oh Gott, das war knapp. Okay. Okay, komm. Kann ich die Sachen vergiften? Also diese Dings, die auf den Boden kommen? Also kann ich die berühren? Nein, kann ich nicht. Okay, ich krieg dann Schaden. Ich hatte gerade gehofft, dass ich die berühren kann. Erstmal die alle besiegen. Okay. Nein, Schlüssel. Vor allem wie viele? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Heilige Scheiße. Was ist jetzt? Herzen, dein Ernst, Leben. Noch mehr Leben. Alter. Wir haben ihn gleich vielleicht. Aber jetzt rastet er natürlich richtig aus, ne? Wie ihr seht. Oh Gott. Dass ich da gerade eben nicht getroffen wurde, ist echt krass. Heilige Scheiße. Ja! Wir haben ihn besiegt. Oi, oi, oi. Ja, hier wäre eigentlich der Automat, in dem wir was reinpacken könnten, aber wir haben kein Geld. Alter! Wir haben es geschafft, Leute. Ace of Clubs freigeschaltet, okay. Oh! Huh! Wir haben es geschafft, Leute. Das war ein Great World Run mit Azazel. Wir haben Lilith freigeschaltet. Und im nächsten Part machen wir erstmal eine Challenge. Und zwar die Challenge Waka Waka, denn ich will ein schönes Item freischalten. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.